Ich glaube generell, die Dolomiten haben es verdient, als Naturwelterbe dort zu stehen. Und vor allem die drei Zinnen, das sind ja so markante Nadeln. Auch wenn sie nicht zu den höchsten gehören, aber sie sind einfach weltweit bekannt. Und ich persönlich habe zu den drei Zinnen ganz ein spezielles Verhältnis. Ich bin ganz viel geklettert in die Zinnen, schon in die 90er Jahre, in meine Anfänge, in die 80er Jahre. Dann habe ich meine Erstbegehungen da gemacht. Mich faszinieren die Zinnen einfach jedes Mal und man erlebt sie auch jedes Mal anders. Christoph Heinz ist einer der vielseitigsten Alpinisten und Bergführer seiner Zeit. Sein Name ist unwiederbringlich mit vielen Bergen dieser Welt verbunden. Ganz besonders mit den Dolomiten und den drei Zinnen.